Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Tasmin und ich möchte heute mit euch über das Thema diskutieren, ob kritisches Lesen wirklich relevant ist, ob man das machen sollte oder lieber nicht. Momentan wird in der Buchwelt ja recht viel diskutiert über die unterschiedlichsten Themen, ob das über Vielfalt oder Rassismus in Büchern ist oder fehlende Vielfalt oder wie auch immer, oder über Feminismus in Büchern, über die Darstellung und Porträtierung von Frauen oder bestimmter Kulturen in verschiedenen Büchern oder zum Beispiel die Darstellung von Beziehungen in New Adult Romanen, das ist ja auch so ein ganz eigenes Thema. Und ja, ich möchte meinen kleinen Beitrag dazu leisten, indem ich über das kritische Lesen diskutiere, weil das etwas ist, was mir extrem wichtig ist. Ich glaube, ich war schon immer eine recht kritische Leserin. Ich habe immer sehr darauf geguckt, was ich eigentlich für Bücher lese. Und ich habe auch schon immer sehr, sehr vielfältig gelesen. Also ich habe eigentlich, seit ich denken kann, schon immer irgendwelche Bücher von irgendwo. Also nicht nur irgendwie Jugendbücher und was weiß ich, sondern Bücher aus aller Welt und so weiter. Ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich sehr kritisch gedacht habe, weil ich einfach viel Verschiedenes gesehen habe und gesehen habe, wie könnte man es machen und wie nicht. Und dementsprechend konnte ich auch dann auch differenzieren, das hat mir gefallen und das nicht. Oder hey, das war ja besser als das andere. So dann im Rückblick war das andere dann doch nicht mehr so toll oder wie auch immer. Und außerdem kommt halt noch dazu, dass ich eben auch, glaube ich, ein recht gutes feministisches Selbstverständnis habe. Also sowohl von mir als auch vom Frauenbild allgemein. Und auch, dass ich mit Kulturen sehr viel zu tun habe. Ich meine, ich studiere Ethnologie und ja, dementsprechend ist mein Toleranzlevel sehr hoch und dementsprechend möchte ich Vielfalt in Büchern und ich möchte über ganz verschiedene Leute lesen und das ist einfach was, was mir persönlich wichtig ist. Ich verstehe aber absolut, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, wir wollen gar nicht wirklich kritisch lesen, weil für diese Menschen Lesen pure Unterhaltung ist. Und da will man dann nicht reflektieren und drüber diskutieren, sondern man will einfach lesen und abschalten und sich keine weiteren Gedanken darüber machen. Trotzdem finde ich es persönlich extrem wichtig, dass wir kritisch über das nachdenken, was in Büchern vermittelt wird. Das muss gar nicht jeder einzelne Leser machen. Das ist vor allem relevant für Autoren, die Bücher schreiben und für die Buchbranche, die die Bücher publiziert und vermarktet. Dass man da wirklich differenziert und schaut, ist da wirklich alles so, wie es sein sollte? Oder könnte man da vielleicht nochmal drüber gucken, wenn jetzt zum Beispiel ein Buch extrem frauenfeindlich ist oder wie auch immer? Ich meine, da gibt es ganz, ganz, ganz wunderbar viele Beispiele. Vor allem im englischsprachigen Raum findet ihr da massenweise Diskussionen dazu. Zum Beispiel über Colleen Hoover Bücher werden da sehr scharf kritisiert in letzter Zeit. Und generell New Adult. Und ja, deswegen lest kritisch. Egal, ob ihr jetzt der Autor seid, der sein eigenes Buch bearbeitet, der Lektor, der das Buch im Verlag bearbeitet, oder auch der Leser, sofern ihr nicht wirklich einfach nur abschalten wollt. Warum das so wichtig ist, ist, dass Bücher uns prägen. Und zwar wahrscheinlich mehr, als wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir in einem recht jungen Stadium, sagen wir mit 16, nur Bücher lesen, in denen Frauen Objekte sind oder wo Männer ihre Frauen in der Beziehung scheiße behandeln und das nicht kritisch in dem Buch beleuchtet wird, ist das problematisch, weil man damit diesen jungen Leuten oder wem auch immer, eigentlich egal wem, man vermittelt dem Leser ein falsches Bild, wie es sein sollte. Weil damit das Buch vermittelt dir damit, es ist in Ordnung, wenn dein Typ scheiße zu dir ist. Es ist in Ordnung, wenn er Schlampe zu dir sagt. Es ist okay, wenn er dir gerne eine reinhauen würde, weil du gerade frech warst. Weil er ist so heiß und du bist so verliebt und was weiß ich. Das ist nicht okay. Das ist absolut nicht okay und das sollte in Büchern auch weder verharmlost noch romantisiert werden. Das gleiche gilt für Vielfalt. Auch hier sollte man auf jeden Fall kritisch lesen in meinen Augen und gucken, hey, sind das wirklich immer nur Bücher aus Amerika mit weißen Charakteren, College-Studenten, die ich da lese? Oder lese ich vielleicht auch mal was mit anderen Charakteren? Weil das ist nicht nur relevant dafür, dass diese Leute auch eine Repräsentation auf dem Buchmarkt haben und selber Buchcharaktere haben, mit denen diese Leute sich identifizieren können, sondern ich denke, es ist auch für uns relevant. Weil wenn wir vielfältige Buchcharaktere auch in stinknormalen Stories haben, ist es erstens ein besseres Abbild der Wirklichkeit, weil diese Welt ist vielfältig und voller wunderbarer Menschen und voller wunderbarer Unterschiede.
Und zweitens, weil wir damit auch einfach unsere Toleranz fördern, weil wir sehen, dass das auch ganz stinknormale Leute sind, wie wir auch. Und dass nur, weil sie eine andere Hautfarbe oder Religion oder Herkunft haben, dass das keinen Unterschied macht. Dass jeder die gleichen Probleme und die gleichen Gefühle mitbringt. Und selbst wenn sie sich von uns irgendwie unterscheiden in ihren kulturellen Praxisen zum... Praxisen? In ihren kulturellen Praktiken zum Beispiel, dass das nicht schlimm ist und dass wir darüber lernen können und dass das eigentlich was sehr Spannendes ist und auch was sehr Natürliches. Es hilft uns dabei, über uns selbst zu reflektieren und andere anders wahrzunehmen. Und deswegen ist auch, wenn man ein Buch nur als pure Unterhaltung konsumiert, konsumiert man doch sehr wohl diese unterschwelligen Nachrichten, die da mitgeschickt werden. Und deswegen finde ich persönlich es unglaublich wichtig, dass Menschen kritisch lesen. Wie gesagt, ich verstehe total, wenn Leser das nicht immer machen wollen, aber ich finde, es ist wirklich, vor allem wenn man in der Buch-Community unterwegs ist und einen Buchblog hat und damit ja auch ein Buch quasi mitvermarktet und unterstützt, indem man darüber redet und so weiter, finde ich es durchaus relevant, dass man sich auf Diskussionen einlässt. Ich meine, man muss ja nicht mal immer unbedingt der Meinung sein, aber einfach offen zu sein und zu sagen, hey, lasst uns über den Inhalt der Bücher diskutieren und herausfinden, wo man sich positioniert. Und vielleicht gab es ja Sachen, die mir nicht aufgefallen sind. Oder vielleicht habe ich das schlagende Gegenargument für jemanden, der irgendwas scheiße fand. Und vielleicht haben wir einfach zwei unterschiedliche Meinungen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und genau, das... jetzt quasi meine kleine Meinung zum kritischen Lesen. Ich persönlich finde, es ist definitiv notwendig, dass Menschen kritisch lesen. Absolut. Und ich zähle mich damit dazu. Ich will kritisch lesen und ich werde das auch nie abschalten können, glaube ich. Aber wie gesagt, auch wenn ihr sagt, ihr lest Bücher nur zur Unterhaltung, ist das zwar vollkommen okay, aber wenn jemand mit euch darüber diskutiert, seid offen dafür. Ihr müsst ja dann nicht voll in die Barrikaden gehen und mitdiskutieren oder alle Bücher wegwerfen oder was weiß ich. Das müsst ihr auf keinen Fall tun, weil jeder soll lesen, was er möchte und wie er möchte und so weiter. Aber seid euch bewusst, dass es manchmal Probleme in Büchern gibt. Gerade wenn ihr eben in einer Position seid, wie zum Beispiel Buchblogger, wo ihr Bücher auch mitvermarktet, dass ihr damit eine Verantwortung tragt, was ihr da vermarktet und was ihr da verbreitet. Und ich finde, das ist etwas, was recht relevant ist und worüber ich gerne mal reden wollte. Und das habe ich hiermit getan. Und lasst mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da. Lasst uns gerne über das Thema diskutieren. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Themenfeld mit vielen verschiedenen Meinungen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns nächsten Samstag wie immer zu einem neuen Video. Bis dahin, tschüss!